So, dann melden wir uns mal zurück auf Deck 3. Deck 3 im hinteren Teil des Schiffes. Ich kann euch mal unseren Tisch zeigen, den wir aktuell haben. Und den finde ich an für sich ganz gut. Ja, hier ist also so ein bisschen abends Gewusel, ja? Also die Leute sitzen hier an recht großen Tischen. Es ist laut. Und hier rechts sieht man ja dann überall von den Kellnern die Stationen. Und ich muss schon sagen, von der Lautstärke her ist es natürlich schon enorm, ja, also und vom Gewusel. Da kenne ich auch andere Schiffe. So, das ist unser Tisch hier. Und das ist natürlich schön, weil man hat Aussicht nach außen. Hallo, hallo. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man so, gut, wir haben die späte Essenssitzung gegen 21 Uhr, da ist eh schon so ein bisschen dunkel. Und dann ist es eben so, aber ansonsten, ja, und hier hat man dann halt den Blick nochmal runter. In der Mitte noch ein Piano. Aber wie gesagt, es knubbelt sich alles. 21 Uhr stehen die Leute an, schieben sich hier rein. Und kenne ich auch von anderen Schiffen doch anders und entspannter. Und das ist auch, man hat auch an dem ein, zwei Abenden lief der Service hier überhaupt nicht. Ja? Also wir hatten um 9 Uhr unseren Tisch und um 11 Uhr hatten wir, oder um 23 Uhr hatten wir immer noch nicht unseren Hauptgang. Das nur mal so als, ist einmal oder beziehungsweise, ja, einmal passiert. Von daher mache ich das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber gut, das kommt so ein bisschen vielleicht auch darauf an, dass dann auch keine, kein Buffet-Restaurant dann gleichermaßen da ist. Auf Deck 3 hat man jetzt die Möglichkeit, auch noch mal rauszugehen. Das kann ich ja jetzt mit euch mal eben ganz kurz machen. Zieht jetzt allerdings ein bisschen. Und wie ihr seht, haben wir recht raue See. Deck 3 ist jetzt nicht spektakulär, weil, ja, das ist so das Deck, wo man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Normalerweise auch auf anderen Schiffen kenne ich das, dass man hier so ein paar Liegen oder so Stühlchen hat, wo man sich hinsetzen kann. Da hinten ist so, wo der junge Mann sitzt, die einzige Sitzgelegenheit. Entschuldigung. Und ja, ist also auch nicht so spektakulär. Von daher gehen wir jetzt einfach da auch wieder rein, damit wir jetzt nichts verpassen. Gucken wir mal. So, dann ziehen wir mal hier an den. Ja, hier Männertoiletten, auf dieser Seite Frauentoiletten, immer auf der anderen Seite. Und hier auch ganz interessant und ganz gut, das finde ich gut, man hält nur die Hand davor und dann öffnet sich die Tür. Also hygienetechnisch sehr, sehr gut gelöst. Ja. Hier kommen wir zu dem Bereich, da wieder Infoscreens, ja, also da kann man auch drauf drücken und wieder Kreditkarte registrieren. Hier ist eine kleine Spezialweinbar, da ist nie was los, weil die Weine, die man da bekommt, muss man dann auch extra bezahlen. Die sind nicht im Getränkepaket enthalten und ich habe hier noch nie jemanden sitzen sehen, ja, also auch wenn die auf hat. So, hier ist so ein bisschen... Gammelecke hätte ich fast gesagt. Ruheecke? Nein. So, hier spielt abends auch noch mal ab und zu jemand. Die Gruppen, ja. Also man hat hier so zwei Musikgruppen, drei. Aber da, ganz ehrlich, kenne ich auch besseres Abendprogramm. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier immer unterhalten werden muss. Aber so das Animations- und Rahmenprogramm ist, naja, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ja, hier so kleine Shops, kennt man von anderen Schiffen auch. So, und jetzt werfen wir einen Blick runter aufs Atrium nochmal, da waren wir ja gerade unten. Ja, also man hat hier auf der Seite auch nicht die Möglichkeit weiterzugehen. Ja, das ist jetzt, man bewegt sich dann mehr auf der anderen Seite. Und da unten sind wir gerade hergekommen, haben hier die Runde gedreht. Hier oben auf beiden Seiten werden Fotos verkauft, die natürlich hier wie auf jedem Schiff irgendwo
gemacht werden beim Abendessen, beim Verlassen des Schiffes, wie man es so kennt. Ja? Also das ist für alte Kreuzfahrthasen nichts Neues. Hier werden sie allerdings noch ausgedruckt. Auf moderneren Schiffen wird das alles digital mittlerweile gemacht. Hier wird es noch ausgedruckt und dann weggeschmissen, wenn man es nicht kauft. Umwelttechnisch gesehen nicht so toll. So, ja, hier wird natürlich auch viel für diese Kugel, ist natürlich moderne Kunst, an Platz verschwendet, hätte ich fast gesagt, aus meiner Sicht. Da könnte man abends auch ein bisschen mehr Action machen. Ich meine, da der Pianospieler, der gehört wahrscheinlich schon zum Inventar. Nichts gegen den Pianospieler persönlich, aber man merkt so ein bisschen, dass er da ja, was machen muss für 2-3 Stunden und ist da nicht so hoch motiviert. Genauso übrigens wie das Poolpersonal an den Bars. Ganz, ganz demotiviert. Ganz ehrlich. Stehe ich auch zu. Also ich habe hier 1-2 Leute kennengelernt, die den Service machen. Hier wieder der mittlere Bereich, ja, nochmal mit den Aufzügen dann auch in der Mitte, die wirklich einen tollen, tollen Service machen, die auch motiviert bei der Sache sind und die sich um den Gast kümmern. Aber der Großteil, auch morgens beim Restaurant, also beim Frühstück, ja, also traurige Gesichter kann man schon gar nicht mehr entgegenblicken. Also da wird auch nicht viel, bis man mal einen Spezialkaffee bekommt, ja, wenn man so ein Getränkepaket hat, kann man sich ja morgens auch einen Kaffee bestellen. Muss man auch viel Zeit mitbringen und ansonsten ist, wie gesagt, viel zu wenig Personal aus meiner Sicht. Ja, auch oben zeige ich euch nachher, wo die Bar an sich ist, da dauert es auch ewig, bis da jemand kommt. Also man merkt auch so ein bisschen, die verkaufen viel Getränkepakete, aber dann, wenn es darum geht, auch mal die Leute dann zu bedienen, hat man dann doch wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, hier Shops, wo man so ein bisschen Süßigkeiten und so weiter kaufen kann. Das übliche Handtäschchen für die Frau, Sonnenbrille, für beide ein bisschen Schmuck, wenn es dann ja, sein muss. Und ein bisschen Klamotten hier und da. Ja. Und dann Uhren. So das Übliche, ne? Wenn man dann noch ein bisschen Geld über hat nach der Kreuzfahrt, kann man hier dann nochmal zuschlagen. Und jetzt kommen wir dann schon auf Deck 3 in den hinteren Bereich des Schiffes. Hier auch wieder eine kleine Bar, wo allerdings soweit nichts ist, sondern wo man einfach nur sitzt und ein bisschen chillen kann. Hier dann nochmal so. Oh. Und wie gesagt, außen kann man dann eben noch sitzen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Jawohl, geht. So, und hier hat man dann nochmal einen Bereich, auch eine kleine Bar hinten, wo dann abends hier auch eine kleine Bühne ist, wo dann ja, verschiedenste Musik präsentiert wird. Aber wie gesagt, die Gruppen, das sind 2, 3, die wechseln sich immer ab. Die sind dann mal da und mal da, ist nicht so spektakulär. Ich sag mal eher dem Altersdurchschnitt dieser Reise angepasst. Und ja, man ist dann recht früh müde. Also nichts zum Abrocken zwischen 30 und 40, wenn man da so ist, oder 30 und 50, oder wenn man einfach jung geblieben ist. Da ist hier nicht so viel los. Ja, hier wieder raus, habe ich euch gezeigt, das auf beiden Seiten. Und hier geht es dann nochmal zum Teatro. Und dann würde ich auch sagen, haben wir den Rundgang auf Deck 3 schon hinter uns. Gar nicht so groß, oder? Da wird ein bisschen geprobt wieder. Und hier oben kann man auch sitzen und hat dann die Möglichkeit, ja, ein Getränk mitzunehmen. Oder vielleicht wird man hier ja auch bedient. Wie gesagt, ich war hier so noch nicht. Und das war's. Hier geht's runter zu Deck 2. Wir können auch noch mal die eine Treppe, zeige ich euch noch, wo man dann runterkommt. Und ja, also jetzt im Grunde genommen, ja, das ist da vorne, wo der Kinderwagen ist, dahinter kann man runter auf Deck 2. Und ich denke, dann habe ich soweit hier nichts verpasst. Eine Kapelle war hier, glaube ich, noch, aber die muss man ja nicht unbedingt zeigen. Ja, hier nochmal. Da waren wir ja vorhin noch weiter vorne natürlich. Aber man hat hier nur die Möglichkeit, auf diesen kleinen Holzbänken zu sitzen.
und leider nicht die Möglichkeit, da noch mehr Stühle zu haben. So, jetzt gehen wir noch mal kurz hier raus. Wie ihr seht, so recht stürmische See, aber, das muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, toi toi toi, ist das Schiff sehr, sehr ruhig. Ja? Man merkt das Wackeln jetzt so nicht. Da haben wir zum Beispiel die NCL, das habe ich auch so berichtet, die wackelt da. Also ich glaube, wenn wir so einen Seegang gehabt hätten, dann wären wir von rechts nach links hin und her gekippt. Also das ist bei der hier nicht. Ja, falls da jemand Schwierigkeiten mit hat, ja, hier ist nichts mehr. Dann ist man auf der eigentlich ganz gut bedient. Jetzt wird es windig. Ich hoffe, man versteht mich noch. Und ich sag mal an der Stelle, das war Deck 3.